Lena, herzlichen Glückwunsch zu Gold. Hast du überhaupt schon realisiert, was du heute hier geleistet hast? Bisher noch überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin immer noch in meinem Tunnel von heute Morgen und habe es eigentlich auf dem Podium auch gerade nicht realisiert. Vielleicht morgen früh. Auf dem Podium, da standen die besten drei der Welt. Weltranglisten Erste, Zweite und Dritte. Was ist denn das für ein Gefühl, ganz oben zu stehen? Ja, also ich habe mich gar nicht falsch am Ort gefühlt. Ich habe es eigentlich noch nicht so realisiert. Aber es waren bisher meine drei unangenehmsten Gegner, die ich jetzt in den letzten Wochen alle geschlagen habe. Von daher, harte Arbeit zahlt sich aus. Weißt du, dass du damit auch Geschichte geschrieben hast? Du hast einmal natürlich deine erste Medaille bei einer Europameisterschaft gewonnen, die hier gleichzeitig die European Games sind. Und du hast auch die erste Goldmedaille für die Judokas in Baku geholt. Ja, das ist doch mal was Schönes, oder? Im Einzug ins Finale hattest du Clarisse Ekpeknenu. Und das ist immerhin noch die amtierende Weltmeisterin und jetzt können wir mittlerweile sagen, die ehemalige Europameisterin. Wie hart war der Kampf für dich, auch mental? Ich hatte ganz, ganz wenig Zeit hinten gehabt. Ich wollte gerade meine Arme massieren lassen, wollte gerade was essen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Und dann plötzlich, schnell, die schieben die ganzen Kämpfe vor, du musst los. Wie, habe ich keine Zeit? Nein, renn! Okay, ich dann noch schön mit den Nudeln in meinem Bauch losgerannt. Gar keine Zeit gehabt, über irgendwas nachzudenken. Vielleicht war das ganz gut, oder? Vielleicht war das ganz gut. Ich habe drauf losgekämpft und gesagt, okay, du bleibst einfach 4 Minuten drauf stehen und kämpfst und kämpfst und kämpfst, bis der Kampf zu Ende ist. Und das hast du gemacht. Was lief heute alles perfekt für dich? Ich denke, der Tunnel, in dem ich immer noch bin. Und ja, und wie wir schon öfters mal besprochen haben, dass ich mich gut fokussiert habe und wirklich meine Linie durchgezogen habe und wenig Fehler zugelassen habe, meinen unangenehmen Kampfstil aufzwingen konnte und somit das Optimale für mich rausgeholt habe. Du hast oft gesagt, dass du oft mit Shido gewinnst, aber heute hast du wahnsinnig überzeugt, auch mit Techniken. Ja. Stolz drauf? Sehr stolz drauf, weil das ist auch so ein bisschen, ich werde oft drauf angesprochen und das war jetzt so, hey Leute, ich gewinne nicht nur mit Shidos. Du hast es dem bewiesen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Martina.